Jawohl. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes. Eine neue Folge, wieder mit unserem lieben Freund und Partner in unserer Online-Akademie auf dem anderen Kanal, Chris Debski. Einen schönen guten Abend. An meiner Seite Wolfgang Krischke, unser Hofreitmeister. Und an meiner Seite Christine Krischke, unsere Direktorin. Genau. Ja, hier ist so dunkel, aber du hast so einen richtigen Heiligenschein. Die Abendsonne, die jetzt hier. Wir müssen uns ja jede Woche mit veränderten Lichtverhältnissen anfreunden. Das Jahr geht weit voran. Jede Woche wird es eine Woche später, 7 Tage älter. Jawohl. Du bist ja Wolfgang hat eine Corona. Ich hatte ja, stimmt. Da oben. Heute, so, da möchten oben. Wir, heute möchten wir mit euch sprechen über Horsemanship in der Reitkunst, vom Rossebändiger zum Pferdeversteher. Da kamen gar nicht so viele Fragen. Ich denke, wir werden in einer halben Stunde fertig sein. Werden nicht. Uns war das Thema tatsächlich wichtig. Ausgedacht hatten wir uns das wieder aus aktuellerem Anlasse, aber dann beim Autofahren fiel uns auf, dass wir darüber noch nicht ausreichend gesprochen haben. Ja, wir hatten es letztes Mal oder vorletztes Mal auch angekratzt, aber es ist mir ein echtes Bedürfnis, darüber nochmal zu reden, weil ich fahre ja durch die Welt mit meiner lieben Frau und gebe Kurse auswärts oder wir haben Week Students bei uns, aber ein nicht geringer Prozentsatz, wenn ich dann immer frage, so, was ist denn dein Ziel jetzt diese Woche oder an diesem Kurs? Und dann steht häufig unten drunter, ja, anpiervieren würde ich ganz gern schon diese Woche oder an diesem Wochenende. Ja? Und ganz, ganz häufig muss ich dann sagen, ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt, ich merke es gerade, das habe ich vor ein paar Wochen auch gesagt, dass weder Pferd noch Reiter so weit ist, dass wir es überhaupt machen könnten. Und dazu, um das zu erkennen, braucht man nämlich Horsemanship. Und das ist ein anderes Horsemanship, als ein Pferd anzuhalten, rückwärts gehen zu lassen, wenn es einen überholen will. Oder das nicht auf den Anhänger geht. Ja? Das kann man ja auch als Horsemanship üben. Dazu Sandra Prätel, Physiotherapie Mensch-Pferd. Wie ist eure Definition von Horsemanship? Und Daniela Schette gleich hinterher, würdet ihr euch als Horseman bezeichnen? Natürlich. Ja, unsere Definition. Also ich würde sie jetzt als Horsewoman bezeichnen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Frau ist. Und aber ja, wir bezeichnen uns als Horseman. Horse divers. Das ist ja ein Ausdruck, der aus dem Englischen im Grunde übernommen wurde. Horsemanship an sich, dieses Wort, denk mal 30, naja, eher schon 40 Jahre zurück. Das kannte unsere Reiterwelt nicht, dieses Wort. Das ist mit den Westernreiten rübergeschippt, ja? Sag mal. Es ist schon recht alt eigentlich, das Wort an sich. Ach, das was Wort du meinst, das, was du meinst, tatsächlich gebe ich dir recht, das kannte man nicht. Aber vielleicht fangen wir ganz vorne nochmal an. Eigentlich heißt es Reitkunst. Ja. Horsemanship ist die Pferdemannschaft. Ja. Ja, also die Übersetzung von Lagerinärs Werk ist a treatise on horsemanship. Ja, was Christine gerade sagt, Seamanship hat man ja auch gesagt. Und dann würde man Seemannschaft sagen, ist man in einem Film auch so übersetzt worden. Aber das ist das Wort wörtlich übersetzen. Aber Horsemanship ist eigentlich, ja. Was ist ein Horseman? Ist ein Pferdemensch. Und ein Horseman ist jemand, der mit einem Pferd im Wald arbeitet, genauso wie jemand, der ein Pferd in der Therapie hat oder der vielleicht, oder auch im Sattel in der Uniform verbringt als Polizist. Das ist auch ein Horseman. Ich helfe euch mal kurz ein bisschen auf die Sprünge. Paula Schmidt hat wieder mal was dazu geschrieben. Horsemanship ist doch nicht allein das Strickgewedel, das sich ein paar tüchtige Geschäftsleute als Trademark haben eintragen lassen. Wird bei einigen nicht sogar das Wissen um Lernverhalten gezielt ausgenutzt, um erlernte Hilflosigkeit zu erreichen? Reitkunst heißt ja mittlerweile auch alles, was nicht eindeutig einer Sportart zuzuordnen ist. Hört Kunst nicht an dem Punkt auf, wo durch ein Zwangsmittel die Bereitschaft des Pferdes zu bestimmten Lektionen erzwungen wird? Also jetzt haben wir zwei Auskünfte. Die eine, Horsemanship und Strickgewedel. Das ist ja das, was tatsächlich einige Markennamen haben ja das Horsemanship drin. Gar nicht drauf eingehen.
auf diese Markennamen. Aber nee, darum sage ich es ja, ja so ein bisschen verklausuliert. Ja, aber da beschäftigen sich Leute ja mit Lernverhalten von Tieren, haben ein gewisses System, mit dem sie an, ja in diesem Fall an Pferde herangehen. Und das bezieht sich zu großen Teilen auf Arbeit am Boden. So. Ja. Und sie schreibt hier Strickgewedel. Damit meint sie wahrscheinlich diese Art, das Strickende zu drehen, um das Pferd zu beeinflussen. Ja, wegzutreiben. Wie auch immer. Mhm. Ja. Mhm. Okay, aber Horsemanship ist ja viel mehr. Also, was ich eben sagte. Für mich ist Horsemanship Pferde verstehen. Ja. Wenn jemand im Wald. Pferdesachverstand vielleicht. Ne? Ja, wenn jemand so würde im Wald. Man das vielleicht in anderen Berufsbezeichnungen würde man vom Sachverständigen reden. Also jemand, der einen Blick dafür hat, was so korrekt oder in die richtige Richtung geht und was eher vielleicht fehlerbehaftet, verbesserungswürdig ist. Durchblick zu haben. Man könnte Motormanship, Carmanship sagen, wenn jemand von Autos und gibt ja Leute, die hören ein Auto und sagen, der läuft unruhig, der Motor, da stimmt was nicht. Und die haben dieses Gefühl dafür. Unser einer hört das nicht, der würde weiterfahren, wird die Karre kaputt machen. Aber der sagt, Moment mal, fahr damit mal in die Werkstatt, da stimmt was nicht. Sonst fliegt das Ding gleich um die Ohren. Ja? Oder alleine am Abgas oder so sehen das diese Leute. Und so ist es eben bei den Pferden, wenn wir uns wirklich mit der Reitkunst beschäftigen, dann würde ich mir wünschen, dass wir dem Pferd etwas mehr zuhören könnten oder lernen, dem Pferd zuzuhören, ob es schon die Bereitschaft hat für das eine oder andere, was wir uns natürlich irgendwann erwünschen, wenn man sich mit dieser Art der Reiterei beschäftigt. Aber das ist nicht programmierbar in dem Sinne, dass man sagt, ich gehe jetzt da am Wochenende zu einem Trainer und der zeigt meinem Pferd, wie die Piaffe ist. Das naja, aber man geht schon am Wochenende zu einem Trainer und lernt, das Pferd lernt, wie es auf einen Anhänger zu gehen hat. Naja, das ist ja etwas Elementares. So, das braucht man, also ein Pferd muss auf den Anhänger gehen. Angenommen, das kriegt eine Kolik, ihr müsst in die Klinik fahren, muss das Pferd auf den Anhänger gehen. Da kannst du nicht warten, bis du 10 starke Nachbarjungs kriegst, die das Pferd auf den Anhänger tragen. Es muss rauf. Ja? Und man sollte das vorher klären, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist ja die eine Art von Horsemanship, dass man Pferd anbinden kann, dass es stille steht beim Waschen, dass es auf dem Anhänger geht, dass es sich putzen lässt, dass es die Hufe gibt. Das ist alles Horsemanship. Ja? Aber das erweiterte Horsemanship ist dann, wenn ich sage, so, jetzt möchte ich das übernehmen, um in Richtung Lektionen zu gehen. Ich spreche jetzt mal ganz bewusst von Lektionen. Lektionen fängt für mich mit dem spanischen Schritt an, ist sicherlich Piaf Passage, später Terrater und Wechsel und die Pirouette sowieso und solche Geschichten. Und dazu muss ein Pferd vorbereitet sein, aber dazu muss auch ein Reiter oder dieser Pferdemensch, der mit dem Pferd umgeht, muss spüren. Das geht schon. Ich hatte es gerade, dass jemand sagte, ich würde gerne meinem Pferd die Piaffe beibringen. Und da habe ich gesagt, wenn ich eins an diesem Wochenende nicht mache, ist es deinem Pferd die Piaffe beizubringen. Weil du wirst es nicht mehr abstellen können. Es piaffierte nämlich schon, als es reinkam. Es hörte gar nicht auf zu zappeln. Und wenn ich dann auf dieses zappelige Pferd etwas drauflege, ich bringe ihm etwas bei, was ich auch noch belohne, was ja absolut nicht tragbar ist in diesem Moment, wenn ein Pferd in die Reithalle reinkommt und piaffiert schon, weil es Panik hat. Es ist ja kein Piaffieren, es ist Angst auf der Stelle. Es weiß nicht, wohin mit seiner Energie. Ja, es wird festgehalten und weiß nicht, wohin mit der Energie. In Wirklichkeit, wenn man es loslassen würde, würde es wahrscheinlich rausrennen, weil es vor der Situation Angst hat. Da sitzen Leute, die gucken zu, vielleicht ist noch irgendwas anderes da, was das Pferd nicht kennt oder es ist in einer völlig fremden Umgebung und es hat Angst auf der Stelle. Und dann zu sagen, das lernt es jetzt noch, dann kann ich euch sagen, dann habt ihr etwas. Kann man ja nicht, solche Angst kann man ja nicht kanalisieren in eine saubere Piaf. Nein, kannst du nicht, aber du würdest etwas etablieren in dem Pferd, was es nie wieder vergisst. Mach du mal, Chris. Ich wollte einfach nur kurz Danke sagen, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also eigentlich hätte die Person sagen müssen, wow, heute habe ich was über mein Pferd gelernt, weil du hast mir was beigebracht. Weil das zu unterscheiden, dafür muss ich dann eben genau das was ihr als Horsemanship bezeichnet, diesen Blick, diesen Verstand haben und sagen, okay, ich kann Angst auf der Stelle von einer Piaf-Idee, die etwas Gutes werden kann, unterscheiden. Und das ist, glaube ich, für ganz viele Leute ganz schwierig, weil sie das nicht unterscheiden können, weil jedes Gezappel
halt in eine Richtung dann schon interpretiert wird, wow, der hat Versammlungsfähigkeit, weil er sich für irre aufregen kann. Und ja. Dann fangen sie an, diese Dinge zu belohnen. Ne? Selbst steigen, austreten und all diese Dinge werden dann vielleicht gelobt, weil man sagt, wow, guck mal, der kann Kapriole springen. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist ganz schwierig. Ich hätte noch eine kleine Ergänzung, einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, was dieses Strickwedeln angeht. Das Problem ist natürlich auch, dass wir einen großen Markt haben, der Hilfe schreit. Die Leute haben nicht nur kein Horsemanship, sie haben gar keine Ahnung von Pferden. Und ich gucke da mal selber in meine eigene Vergangenheit zurück, das war nicht anders. Man kommt aufs Pferd, man kommt zum Pferd irgendwie und wie die Jungfrau zum Kinde, so wie man das so schön sagt. Und dann steht man da mit 650 Kilo geballtem Irrsinn. Unausgebildet als Reiter, unausgebildetes Pferd und jetzt sind die beiden irgendwie auf sich alleine gestellt und dann kommt noch der ein oder andere Sachverständige ohne Sachverstand dazu und versucht dann schlau Tipps zu geben und man sucht ja auch händeringend nach diesen Tipps, weil man kommt ja nicht klar, man kommt ja nicht weiter. Und ich glaube einfach, zum einen darf man sicherlich sagen, manches geht in eine falsche Richtung, aber manches ist einfach auch marktgemacht, der Markt ist da und braucht das zum Teil tatsächlich. Manche Ideen muss man auch wieder wegschmeißen, aber man muss sie vielleicht auch ausprobiert haben und zu merken, okay, da war ein Fehler. Ja, deshalb machen wir ja diese ganzen Sprechstunden auch in die Seminare, um von eurem Wissen ja auch profitieren zu können und zu sagen, hey, da gibt es ein paar Leute, die haben irgendwie nicht nur 5 Leuten in Hänger geholfen, sondern die haben 1000 Pferde nicht nur irgendwie mal verkauft, sondern haben drauf gesessen und die auch bis in höchste Sphären ausgebildet, ja, und haben alle Fehler schon gemacht. Oder sagen wir mal viele, weil irgendwie macht man ja auch mal wieder neue. Ich glaube nicht, dass ein Leben reicht, um alle zu machen. Alle Fehler zu machen. Da bleiben immer noch welche, die man. Na ja, gut, aber wenn du uns vor ein paar bewahrst, bin ich ja schon dankbar. Ne? Und ja. Von daher, also um den Kreis zu schließen, also ich finde, das ist, dafür bin ich doch schon dankbar, wenn ich sowas höre, hey, das ist jetzt Angst auf der Stelle, das ist keine Versammlungsfähigkeit, das müssen wir irgendwie jetzt mal so als Geschenk beiseite legen. Sieht ganz nett aus, aber können wir nicht gebrauchen. Genau, wenn er so zappelt, muss er erstmal stillstehen üben. Mhm. Bis er es liebt. Naja, wenn das Pferd nicht stille stehen kann, kann ich es ja auch nicht für das loben, was es gerade gemacht hat. Ja. Das ist ja immer, da sind wir wieder, der Kreis schließt sich gerade, Bodenarbeit, Stop and Go, wovon wir in den letzten Wochen sehr viel gesprochen haben. Wenn ich das meinem Pferd nicht beigebracht habe und es nicht auf Kommando stille stehen kann, kann ich es nicht für das belohnen, was es gerade schön gemacht hat. Wenn es dann aufhört mit der Art, was es gerade tun sollte, ganz egal, was es war, wird es sich irgendwie weiter bewegen. Und wenn ich dann drauf streiche, wird es das Pferd glauben, dass für diese Bewegung, was es jetzt gerade noch macht, kriegt es das Lob. Nicht für das, was es gerade gemacht hat, sondern was es gerade tut. Ja, ja, manchmal sind es diese einfachen Dinge. Mich erinnert das an unseren Intensivkurs, die Basis im Sattel, wo wir ja jetzt den quasi zweiten Teil machen. Und die erste Geschichte, die wir den Leuten abverlangt haben, waren einfach nur auf ihr Pferd aufzusteigen. Und hört sich jetzt blöd an, aber das hat dann tatsächlich ein paar Leute wirklich vor eine Herausforderung gestellt, weil sie kamen, wie auch immer, in der Vergangenheit immer auf ihr Pferd. Ich bin draufgekommen und dann irgendwann ist Kooperationsbereitschaft da oder auch nicht. Da lag dann was dazwischen, was wir ja nicht kannten. Und jetzt musste es ja auf Filme gebannt werden. Und ich glaube, die größte Dankbarkeit und den größten Fortschritt, den haben ganz viele Leute genau an dieser Stelle gemacht, weil wir gesagt haben, hey, nee, es muss erstmal stehen bleiben. Es muss erst stehen bleiben und kooperativ sein auf der Stelle, bevor du es in Bewegung setzt. Wie viele Leute steigen auf am laufenden Pferd, geschweige denn, Aufsteighilfe gibt es ja in vielen Anlagen gar nicht, beziehungsweise steigen auf am laufenden Pferd. Das heißt, man nimmt den Schwung. Ziehen sie im Kreis, damit sie so reinkommen. Springen hoch, sortieren ihre Zügel, sortieren ihre Bügel, sortieren alles, was zu sortieren ist, in der Bewegung. So. Ich sag das nicht weiter. Nein, mach es deutsch. Was soll dabei rauskommen bei der ganzen Geschichte? Ja, und dann wundern sie sich das nicht weiter. Kommen und nach 5 Jahren die ersten Wehwehchens bei den Pferden sind, weil sie nicht zuhören können,
weil das Pferd einem die Zeit nicht gibt, sich zuhören zu lassen. Ja, also ich glaube, ein Horseman ist jemand, der im Umgang mit dem Pferd in jedem Moment versteht und weiß, warum ein Pferd ein Verhalten zeigt. Und das machen wir ja immer wieder mit unseren Reitschülern. Der macht gerade. Ich sage, ach stopp, halt mal an. Was hat er gemacht? Warum hat er es gemacht? Warum? Nee, weiß ich nicht. Ich sage, denk nach. Ja, weiß ich nicht. Such den Fehler bei dir. Also, weil er hat keine Lust. Ich sage, Problem bist du. Denk mal nach, was kann es denn gewesen sein? Und da beginnt für mich Horsemanship, dass man weiß, woher kommt genau dieses Verhalten, das mein Pferd jetzt gerade zeigt. Da sind manche Sachen auf Pferde generiert. Es ist nicht immer nur die ich da den Fehler mache, sondern manchmal fürchtet er sich vor was, manchmal nimmt er was vorweg oder, keine Ahnung, hat auch mal Bauchweh oder sonst was. Also ich muss einfach wissen, warum geschieht das gerade? Das ist für mich Horsemanship. Dann frage ich manchmal, darf ich den mal kurz an die Hand nehmen? Nee, der mag keine Männer. Mhm. Mhm. So. Ja, der mag aber auch keine Frauen. Der mag ja keine Menschen. Ja, weil wenn ein Horseman das richtig macht mit dem Pferd, dann kriegt er auch einen Zugang. Ja. Ja. Und das sieht man ja häufig, wenn sich Leute mit so schwierigen Pferden beschäftigen, wie die sich plötzlich von einer Minute auf die andere verändern. Dem Menschen anvertrauen, ja, weil sagen, sie sich verstanden fühlen. Ja, für mich verstanden. Wollen wir mal eine Frage beantworten? Wir kommen bestimmt noch auf ganz viele Nadine Dinge. Hai, ist ein korrekter Umgang mit dem Pferd und eine gute Erziehung nicht Horsemanship genug? Inwiefern ist Horsemanship mit Reitkunst vereinbar? Also die zweite Frage geht schon wieder ein bisschen in Richtung Strickschütteln und Cowboy-Methoden. Erster Teil, ist korrekter Umgang mit dem Pferd und gute Erziehung nicht Horsemanship genug? Ich finde, wenn wir als Teil des Horsemanship auch nehmen, dass man Freiarbeit damit macht, also dass man spielt mit dem Pferd, dass man die Seitengänge ohne Werkzeug am Pferd macht. Und wird das Pferd sich von der Wiese holen lässt, vielleicht sogar herkommt. Gute Erziehung. Das ist Horsemanship. Also wenn ein Pferd sich auf der Wiese nicht kriegen lässt, dann ist schon irgendetwas echt im Argen. Richtig im Argen. Ja. Ja? Das gehört zum korrekten Umgang. Korrekter Umgang, ganz kurz, was ich eben sagte, Füße geben, anständig sich führen lassen, anbinden lassen, stille stehen, zu warten. Diese Disziplin, das ist Grundausbildung. Das ist Grundausbildung, das sollte ein Horseman eigentlich jedem Pferd beibringen können. Du hast jetzt gerade was, Chris? Ja, ich wollte noch ergänzen, also das, was ich einfach bei euch auch mitgenommen habe über die Jahre, ein Pferd motivieren zu können, etwas, mehr oder weniger freiwillig zu tun. Also, dass ich es nicht mit Zwangmitteln überreden muss, sondern dass ich dazu komme, wie du gerade schon sagst, also das Pferd kommt von alleine, aber es macht Dinge auch, zumindest für uns Menschen, sichtbar irgendwie oder interpretierbar als motiviert und freiwillig und sich auch zu freuen, dass man merkt, Pferde sind nach getaner Arbeit oder nach einer Lektion, bleibt man stehen, lobt das Pferd und irgendwie hat man so gewisse Dinge, wo man merkt, hey, das Pferd fand sich auch gut. Mhm. Hat das jetzt auch gerne gemacht, ne? Das hat es stolz gemacht, dass Pferde sich verändern. Wir haben das ja auch in unseren Kursen ganz oft, dass die Leute sagen, boah, mein Pferd hat sich jetzt in den ersten 3 Wochen dieses Kurses schon so verändert. Das ist ganz anders geworden. Es ist einfach durch diese Kleinigkeiten aus eurer Werkzeugkiste, wo man merkt, da sind so diese Horsemanship-Umgangsmethoden, kurze Lerneinheiten, erfolgsorientiert, richtig loben, auch richtig strafen, auch sagen, hey, nimm du mich. Ne? All diese Sachen, die man einfach schon bei jedem Seminar vor Ort mitnehmen kann und merkt, okay, das hilft mir schon weiter. Wow, jetzt kann ich irgendwie mein Pferd mich besser, kann ich das Pferd besser verstehen, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, Pferd versteht mich besser. Du hast gerade die Antwort auf die nächste Frage gegeben von Daniela Schette. Wenn ihr neue oder junge Pferde habt, kommt ja bei euch die Phase des Stop and Go. Lasst ihr auch andere Erziehungsmethoden einfließen? Müssen eure Pferde immer und überall weichen, wenn ihr kommt? Andere Erziehungsmethoden? Kurz arbeiten, also das, was du gerade aufgezählt hast. Ne? Gerecht strafen, emotionslos strafen, viel auf der Basis der Partnerschaft, gutes Leittier sein, souverän sein.
Das ist, denke ich, sind auch alles Kriterien, die einen Horseman ausmachen. Ich glaube, so ein eigenes mentales Gleichgewicht für den Umgang mit dem Pferd. Zumindest, dass ich die Möglichkeit habe, beim Umgang mit dem Pferd vielleicht den ganzen anderen Scheiß und Müll, den ich mit mir rumschleppe, so ein bisschen auch beiseite zu schaffen, um mich zu fokussieren aufs Pferd. Dass ich jetzt sage, okay, die 10 Minuten oder 20 Minuten, die ich jetzt mit dem Pferd arbeite, habe ich Möglichkeiten, mental halbwegs sauber zu sein und nicht diesen Müll auch noch beim Pferd abzulassen. Also sprich, das, was du gerade schon sagst, diese Emotionen nach außen kehren. Und jetzt, ich habe mich sowieso schon auf dem Weg hierhin beim Autofahren aufgeregt. Und jetzt kriegt der mal, wenn der nicht hört, zu sehen, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Also diese... Das kriege ich ja ganz oft mit und man kennt es ja auch aus vielen Reitbahnen, Reitstellen, wo dann aufs Pferd eingeprügelt wird, weil es gerade nicht hört und sich wehrt und vielleicht auch gefährlich wird, ja. Ja, wo dann eine ganz andere Art von Umgang nach außen gekehrt wird. Also ich muss noch zu der Frage von Daniela nochmal sagen, nein, ich mache nicht mit jedem Pferd Stop and Go. Wenn Pferde eine Grunddisziplin haben, und das sind nicht wenige Pferde, die das haben, kann ich mir das sparen mit dem Stop and Go. Weil dieses Stop and Go ist in erster Linie für Pferde gemacht, die keine Disziplin haben, die sich nicht abstellen lassen und nicht disziplinieren lassen wollen. Mit denen mache ich das. Nicht aber gelernt haben, aber es gibt Pferde, die sind grundsätzlich den Menschen so freundlich gegenüber. Wir haben gerade ein neues Pferd im Stall. Ich werde mit diesem Pferd definitiv so etwas nicht machen müssen, auch gar nicht machen wollen. Ich muss dieses Stop and Go ist in einer gewissen Art und Weise auch erniedrigend für das Pferd, weil ich dem Pferd als Herdenchef sage, wann es sich zu bewegen hat. Er bewegt wen? Er bewegt wen? Ja, sofort, Chris. Ja, ja. Und von daher muss ich sagen, diese, wenn wir es Erniedrigung nennen wollen, es ist eine Form der. Das muss ich manchen Pferd überhaupt nicht zukommen lassen, weil die haben einfach. Die haben so viel Humanship, wenn ich so sagen darf. Ja? Die haben Menschenverstand, diese Pferde, und wissen sich zu benehmen. Vielleicht, weil sie es als Fohlen schon beigebracht bekommen haben, aber manchen ist es auch angeboren. Es gibt wirklich Pferde, die sind dem Menschen gegenüber so freundlich, wie es das auch bei verschiedenen Hundearten gibt. Die sind einfach grundsätzlich freundlich. Und solche Pferde gibt es auch. Denen muss man nicht die Ohren langziehen. Nein, die kann man sofort... mit dem ganzen Herzen empfangen und sagen, komm, wir machen etwas der zusammen. Der kleine Betiko gerade. Ja, genau, den meine ich gerade. Ja, so jetzt bitte, Chris. Ergänzung oder Frage in deine Richtung? Also ich weiß ja, also Daniela hat die Frage ja vielleicht auch gestellt, weil wir das ja auch in den Intensivkursen mit eingebaut haben. Haben die Leute das Stop and Go machen lassen? Ja. Das ist natürlich auch ein Stück weit, glaube ich, gewesen, um herauszufinden, wie stimmt denn aktuell bei diesem Reiter-Pferdepaar, wie stimmt denn die Kommunikation und auf welchem Level sind die? Ja, weil du hast dieses Horsemanship, was du beschreibst und kannst das vielleicht halt eben ohne das Stop and Go auszuprobieren. Ja, das, wenn ich ein Pferd in die Halle führe, quasi Lektion, weiß ich, wo es ist. Ne? Da musst du es nicht machen, aber wenn wir jetzt zu jemandem kommen, wo wir die beiden nicht kennen und sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht, dann kann man das natürlich machen lassen. Also, weil wir haben so viel über Stop and Go in der Vergangenheit gesprochen und ich ahne schon, der ein oder andere sagt, was machen Sie denn jetzt? Jetzt verwerfen Sie das komplett. Nein. Ergänzung ist, glaube ich, ne, das ist eine gute Geschichte, um herauszufinden, wo stehen wir, aber man muss es halt eben nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen oder wenn man so einen Blick hat wie du, dann braucht man es gar nicht machen. Ich habe das sicherlich auch bei manchen Pferden in der Vergangenheit vor 10 oder 15 Jahren gemacht, wo ich es nicht hätte tun müssen. Aber das ist halt die Erfahrung, die mich dazu gebracht hat, dass ich heute sage, ich muss das nicht mit jedem mehr machen. Auf der anderen Seite hast du etwas ganz Wichtiges gesagt. Auch die Reiter müssen das lernen. Bei diesem Stop and Go disziplinieren wir nicht nur das Pferd. Wir disziplinieren auch den Menschen, der das Pferd führt. Nämlich nicht mehr Bewegung am Boden zu machen, als wir vom Pferd abverlangen. Macht der Mensch am Boden 3 Schritte und sagt zum Pferd 1 Schritt, wird das Pferd nicht richtig reagieren. Erst wenn der Mensch 1 Schritt macht, macht das Pferd 1 Schritt mit. Es synchronisiert sich und darum geht es eigentlich. Das ist eine Basis des Tanzens. Ja? Aber es gibt halt Leute, die können sowieso tanzen, wenn sie Musik hören. Und es gibt Leute, die haben gar kein Talent zum Tanzen, denen musst du die Schritte auf dem Boden malen. Das ist leider so.
Jo. Noch eine Ergänzung, und es geht so ein bisschen in diese Richtung, Mindset, Mindfulness. Viele Menschen haben tatsächlich das Problem, und ich merke es selber, wir sind so always on. Also wir sind komplett ja auch durch diese ganzen Medien und Smartphone und so weiter, kriegen wir selber keine Ruhe mehr. Und ich glaube, man muss tatsächlich auch in diesem Umgang mit dem Pferd erstmal runterkommen, rauskommen, Wahrhaftig. sich abschalten können, um diese Fokussierung aufs Pferd hinzubekommen, weil das Pferd halt sämtliche Dinge, die uns umgeben und umtreiben, auch im Kopf halt eben mitbekommt. Ja, und wer in so einer Problematik drinsteckt, dem kann tatsächlich so ein Stop and Go extrem helfen, auch mit den Atemtechniken, die wir den Leuten ja auch beigebracht haben, wirklich mal zu sagen, okay, ich halte jetzt mal für 30 Sekunden einfach mal auch meinen Kopf an. Und mein Pferd wird das merken. Das wird sogar dankbar dafür sein, dass ich nicht die ganze Zeit über irgendeinen anderen Käse grübel oder sogar mein Handy aus der Tasche hole und sage, oh, da ist eine E-Mail gekommen. Richtig, ja, sehr gut. Ja, zu Anfang ist das vielleicht eine Disziplinierung, aber so wie das Pferd zu einigermaßen den Sinn verstanden hat, ist es genauso, wie du sagst, es ist tatsächlich auch eine Art Meditation für beide, weil man hört sich gegenseitig zu und man atmet miteinander. Ja, super. Ja. Also hier in dem Chat, es wird gerade gefragt, ob es bestimmte Pferderassen gibt, die zu mehr Humanship neigen. Ja, gibt Seit es. ich Aber ich werde. gerüffelt wurde, dass ich ein Rassist sei, weil ich den Pferdefarben besondere Eigenschaften zu, also in meinem Buch glaube ich ja auch nur zitiere, was die alten Meister dazu schreiben, ne? Also gar nicht mal selber meine Meinung dazu sage, bin ich da vorsichtig mitgefahren. Ja, ich werde jetzt auch keine Rassen nennen, definitiv nicht, weil dann werden uns die Zuchtverbände ins Genick springen, weil Ach, jeder Zuchtverband uns springt doch keiner ins Genick. Wir genau, sind doch hat sich das frei. auf die Fahne geschrieben. Alle Pferde sind familienfreundlich, kinderfreundlich, alle Pferde Nein. sind vielseitig, alle Pferde sind Lehrrittig, ausdauernd, nervenstark, leichtfütterig, nervenstark, nervenstark, langlebig, langlebig, leichtfutterig, hast du gesagt, Aber du freundlich. hast eine ganz gute Unterscheidung, wenn wir jetzt also von den Rassen wegbleiben, hast du ja gesagt, also die nah beim Menschen groß geworden sind, beziehungsweise halt gehalten worden sind oder die halt eben etwas ferner gehalten worden sind, dass da ein großer Unterschied auch ist. Ich glaube, man kann tatsächlich halt ein bisschen auch mal in der früheren Rasseverwendung, wozu ist so ein Pferd denn mal irgendwann gezüchtet worden? Da kann man, glaube ich, viel rauslesen. Auch was denn so eine originäre Verwendung ist und was dann vielleicht halt eben da so auch da mitspielt, im Umgang und so weiter. Spielen kann. Ich war Viele. ja gerade bei, lass uns mal weitermachen. Wir haben eine halbe Seite von zweien. Naja, gut. Halbe Stunde, wie immer. Wir Dann noch kriegen. 2 Minuten. Hey, weißt du, ich war so ergriffen, dass Ich wir nicht wusste, dass es nichts weitergegangen. wird. Die Katrin Lampe bezieht sich nämlich auch nochmal auf mein Buch, Du entscheidest. In selbigem gibt es den Ausspruch, Horsemanship to death. Würdet ihr das bitte genauer erklären? Also wie viel ist okay und ab wann ist es ein Abtöten? Wer darf das beurteilen und anhand welcher Kriterien? Dein Pferd darf das beurteilen. Wenn es sich nicht mehr bewegen mag, weil es ständig Angst vor einem Rüffel hat, dann war es zu viel. Ja, diese Erziehungsmaßnahmen am Boden hauptsächlich sollen da zu helfen, einen Zugang zum Pferd zu bekommen, dass das Pferd uns zuhört. Aber ich möchte keinen Soldatengehorsam, ich möchte kein Pferd, das für mich ohne nachzufragen, auf gut Deutsch in den Tod gehen würde. Das möchte ich nicht. Ich möchte ein entscheidungsfähiges Wesen an meiner Seite haben, das mit mir zusammen entscheidet, ich bin so weit oder ich bin nicht so weit. Und wir haben es leider, ich sehe es auch immer wieder, ich sehe schon, wenn sie reinkommen in die Halle, wie die Pferde da sind, ob sie mit wachem Auge, Ohren über dem Widerrist reinkommen und sagen, hallo, hier bin ich. Was ist denn heute hier los? Sieht gut aus. Oh, da ist was, da habe ich vielleicht Angst vor. Oder ob die reinkommen, Ohren sind unter dem Widerrist, die kommen rein, die kannst du da hinstellen, Strick hängt über dem Hals, die können auch weggehen, können sich die Schuhe noch zuknoten, das Pferd bewegt sich nicht mehr. Wir könnten Habe natürlich ich sagen, ist ein gesehen, gut ja. erzogenes Pferd. Ja, ist ein gut erzogenes Pferd. Aber dieses Pferd nochmal dazu motivieren, in seinem Leben,
so eine Piaffe zu geben oder so einen spanischen Schritt zu geben, wo man sich an die Seite stellen muss, dass man die Vorderhufe nicht abkriegt, das wird schwierig bei solchen Pferden. Können sie auch noch wieder kriegen, aber es wird häufig schwierig und man hat da etwas kaputt gemacht. Es geht in Richtung erlernte Hilflosigkeit, ja, wie die Paula das vorhin gesagt hat. Ja, das ist erlernte Hilflosigkeit. Da muss man immer gucken, wann ist der Bogen überspannt bei der ganzen Geschichte. Das Wissen um Lernverhalten gezielt ausnutzt, um erlernte Hilflosigkeit zu erreichen. Ja. Dass das Pferd aus dem erlernten Muster nicht mehr ausbricht, obwohl alle Türen offen stehen. Es nicht mehr sagt, oh, da wächst das Gras so grün, ich würde da gerne mal hin. Nein, darf ich nicht. Ja, gut. Im Wolfgang macht doch mal das große Licht an. Ach so, ja. Wir werden so finster hier. Ich mache mal das andere auch an. Jetzt sieht man mal unsere Kerzen wieder. Wie das mal leuchten. Das Licht. So. Tadadatam. Dann hole ich mir jetzt auch meinen anderen Stuhl und mein Kreuzweg auf den. Das ist ein teurer. Naja, ich schreibe auch von diesem Stuhl in meinem Buch. Weiter. Aber du hast ein Geschenk bekommen, stand drin. Ja. Ich habe ihn wieder aus gemeinsamer Kasse selber bezahlt. Ihr Lieben, wenn ihr euch die Liste unserer Fragen mal anschaut und in der Beschreibung, was wir uns da für Fragen wünschen, kurz mal den Satz zu Gemüte führt, so maximal 3 Sätze, dann möchte ich jetzt eine kleine gelbe Karte der Dettkirsten geben. Die hat sich nämlich tatsächlich da die Kante gegeben und mir 2 DIN-A4-Seiten da reingeschrieben und eigentlich gar keine Frage gestellt, sondern uns alle nur mit ihrer Meinung belehrt. Bitte macht das nicht. Finde ich nicht gut. Ja, stellt euch mal vor. Soll ich das alles jetzt? Nein, das, was Sie heute Abend machen, ist kostenfrei. Ja. Und das bedarf bei Christine immer 1 bis 2 Stunden Vorbereitung, das alles zu sortieren, damit die Fragen auch zum Thema passen und so weiter und so weiter. Jetzt schreibt jeder da eine Seite. Was glaubt ihr, wie viel Zeit man damit verbringt, damit so ein Abend einigermaßen vernünftig abgespult werden kann? Ist nicht machbar, Leute. Also wirklich, das sind Spielregeln, da sollte man sich dran halten. Wenn es ein paar Sätze mehr sind, sagen wir nichts. Aber wenn sowas ist, dann muss man einfach sagen, tut mir leid, dann behandeln wir das Thema nicht. Ihr könnt euer eigenes Forum aufmachen, wenn ihr viel zu sagen habt und auch meint, ihr könnt wirklich was beitragen zu der ganzen Geschichte, macht ein eigenes Forum auf, super. Das erweitert die ganze Wissenswelt, alles super, aber wir müssen uns hier so weit beschränken, dass wir sagen, das ist machbar und ich da hört der Spaß auch bei der ganzen Geschichte. Ich schaff's nicht, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Wir lesen ja auch alle Beiträge einmal durch, das ist ja auch eine Wertschätzung. Ich bearbeite die ja auch, mir tun Tippfehler zum Beispiel in den Augen weh, die korrigiere ich noch. Ich nehme teilweise Satzteile raus, wenn es doppelt ist und so. Also ich mache mir wirklich Arbeit damit. Okay, weiter. Jetzt kommen wir zu Katrin. Seht ihr Horsemanship als Rossbändiger und Reitkünstler als Pferdeversteher? Ich persönlich sehe oft gefeierte Horsemanship-Trainer mit gebrochenen Pferden, die wie ein Soldat gehorchen und keine eigene Idee haben dürfen. Eure Pferde in der Hofreitschule dürfen mitsprechen. Ich glaube, Reitkunst ist kein Horsemanship, wie ich es schon gesehen habe. Ich glaube, Reitkunst ist Liebe. Das ist ja das, was wir jetzt eigentlich in der letzten halben Stunde versucht haben zu erklären. Genau. Und gerade in den Absatz davor eigentlich auch nochmal erklärt haben, dass es eben darum geht, nicht diesen Soldatengehorsam, Kadavergehorsam sagt man auch dazu, ja, was man manchmal bei Schutzhunden auch hat. Aber bei Schutzhunden ist das was anderes. Wenn ein Hund dazu abgerichtet wird, auf Kommando zu beißen, der kann Menschen killen, dann muss der in der Luft umdrehen, wenn der Hundetrainer sagt, aus. Ja? Mhm. Da ist dieser Gehorsam vonnöten, absolut vonnöten. Aber bei unseren Pferden ist dieser Gehorsam nicht vonnöten. Zumal nicht das, was wir oder was unsere Interpretation von Reitkunst ist. Will ich mal so sagen. Ja. Ja? Okay. Henny Voss und Tatjana Lutz-Koppermann habe ich zusammengefasst mit folgendem Fragenkomplex. Leider wird das Wort Horsemanship, wie das Wort Reitkunst übrigens auch, mit so vielen negativen Attributen belegt, die der Sache nicht dienen. Horsemanship sollte bedeuten, einen Weg für sich und sein Pferd zu finden. Leider werden beide Begriffe für die Vermarktung missbraucht und geben den Grundgedanken in keinster Weise wieder. Wie überbrücken wir diese Vorurteile zum Nutzen der Pferde?
indem ihr hier schön zuhört und mitmacht. Ich glaube, wir tun das. Ja. Dass wir uns jeden Dienstag, fast jeden Dienstag, die Zeit nehmen, unser Wissen unter die Leute zu schleudern. Und das ja auch sowohl hier auf Facebook als auch auf YouTube und in unserer Akademie kostenlos verfügbar ist. Man kann sich alle, fragt die Krischkes, Chris, wie viele Teile gibt es? 60? Ach, wir sind irgendwo nahe an 80 mittlerweile. Irgendwie so 56 oder so. Ja, auch nicht im Kopf. Also, und ich merke es, ich war noch nicht ganz fertig. Also. Wir kriegen jetzt zunehmend Feedback von Leuten, die sich auf diesem Weg eingelassen haben, die nicht mehr mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, sondern sagen, okay, ich will es jetzt bedingungslos richtig, ich will alles hinterfragen. Ich hinterfrage auch die Haltung, obwohl es das Bequemste ist, weil es im Dorf um die Ecke ist. Ich hinterfrage alles und an einen Punkt kommen, wo sich ihr Leben ändert. Leute, die Sattler, die Bereiter, die Pferdephysio- oder Osteotherapeuten sind und sagen, ich kann diesen Beruf nicht mehr machen. Ja, tatsächlich, das ist kein Quatsch, was wir gerade sagen. Das haben wir jetzt mehrfach erlebt, wo Leute sagen, was habe ich da gemacht? Ich mache da nicht mehr mit in dieser Industrie. Das heißt nicht, dass sie komplett mit Pferden aufhören, aber dass sie vielleicht mit ihrem Beruf, das, was sie erlernt haben, aufhören und sagen, ich werde es verändern, was auch ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mich, wer mich kennt, seit 50 Jahren am Pferd, der weiß, wie ich vor 15, mit 18, 19, mit 25, 30 Jahren noch war. Ich habe mich komplett verändert. Und ich verändere mich immer noch. Ja, aber das muss man auch zulassen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Hört hier einfach zu. Ihr könnt euch da was rausnehmen. Ihr müsst es nicht kopieren. Wenn ihr das eine oder andere mitnehmt, ist das schon eine ganz tolle Sache. Es gibt auch genügend Leute, die das anzweifeln, was wir da sagen. Es gibt Leute, ich hätte mein Leben noch kein einziges Pferd trainiert, haben mich auch schon gehört. Ja. Nicht selber trainiert. Alle Pferde, die wir in der Hofreitschule haben, die sind fertig gekauft und so weiter. Ja, finde ich lustig. Cool. Ja, prima. Gut, kann ich mit leben mit der ganzen Geschichte. Das finde ich dann schon wieder lustig, weil ich habe ja nun genügend Zeugen, die Tag oder Monat für Monat bei uns ein- und ausgehen und sagen, okay, dann muss nachts wohl jemand kommen, der das macht. Gut, aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich hätte noch eine Ergänzung, weil hier klingt ja was mit diesen negativen Attributen und wir hören ja auch immer ganz viel davon, Mensch, jetzt habe ich den Weg eingeschlagen, aber jetzt kommen die guten Tipps von allen Leuten und so weiter. Wir haben ja schon eine Sprechstunde auch zu diesem Klima im Stall und so weiter gemacht. Es wird immer Leute geben, die gegen etwas sind, vor allem, wenn sie für etwas anderes sind. Wir haben ja das Stichwort Politik ja auch vorher mal so diskutiert. Es ist so eine Oppositionshaltung und ich habe irgendwie noch, ich glaube, in irgendeinem aktuellen Pferdemagazin ist es jetzt auch, da gibt es so eine Diskussion auch, wie gut sind eigentlich, ist die aktuelle Reitlehre und so weiter. Und da geht es einfach auch darum, dass es so viele Gegenbewegungen gibt. Und wenn man sich mit dem Thema Reitkunst beschäftigt und das, was wir ja von euch und ja auch jede Woche Dienstag hören, da gibt es ja ganz viele Dinge auch, die halt Jahrhunderte alt sind zum Teil. Da muss man sich fragen, was ist eigentlich die Gegenbewegung? Nur weil es eine ganz große Gruppe von etwas gibt, die sich dazu verschworen haben, eine Gemeinschaft zu sein und etwas unter ein einziges Buch zu stellen. Wenn man das historisch betrachtet, sind die sehr jung, ne, diese Bewegung. Und all das, was da mittlerweile als, ich sag mal, nur noch Abklatsch von übrig ist, ist auch nicht mehr so gut wie der vielleicht Grundgedanke mal vor 80 Jahren. Ja, und die Reitlehre, wie sie vor 80 Jahren vielleicht dann auch mal von professionellen Leuten ausgeübt worden sind, wie Pferde dann vielleicht auch ausgebildet worden sind. Da gab es Leute, die halt eben Pferdesachverstand hatten. Ja, und sicherlich auch ganz viele Pferde ausgebildet haben und dann weitergegeben haben. Also wir haben eine Konstellation heutzutage, die ist auf der einen Seite ganz toll. Jeder kann sich mittlerweile ein Pferd leisten. Ja, jeder kann um die Ecke für 10 Euro sich auf ein Pferd setzen und eine 10er-Karte für 100 Euro oder sogar noch weniger mit Rabatt. Da ist dann die 11., 12., 13. Stunde an der Longe ist dann noch kostenlos, ja, ob man sie haben will oder nicht.
Aber das ist ja eine Bewegung, da darf man ja durchaus auch anzweifeln, ob das in die richtige Richtung geht. Und wenn die dann sagen, hey, warte mal, ne, Horsemanship oder Reitkunst oder was auch immer, das ist ja irgendwie auch nur so eine Alternative, dann muss man tatsächlich vielleicht auch die Ohren auf Durchzug schalten. Ja, und es ist ja tatsächlich so, dass das heißt ja alles Reitkunst. Also ich glaube, dass sogar Rennreiten mittlerweile Reitkunst genannt wird, wenn sie... Wenn man es noch klassisch nennt, dann wird es richtig gut, ne? Die anderthalbjährigen Vollblüter einreitet, um sie um die Bahn zu jagen. Wir haben dieses Mal noch nicht definiert, was ist für uns hier in Bückeburg Reitkunst. Reitkunst ist für uns, etwas aus einem Pferd herauszukitzeln, es schöner zu machen, was im Pferd drinne steckt. Und nichts aus einem Pferd herauszuholen, was nicht präsent ist, was nicht da ist. Ja? Also das ist wie ein Kind zum Musikunterricht zu schicken, das nicht singen kann. Das kannst du 30 Gesangslehrern geben. Es wird nie vernünftig singen können, weil die Gabe nicht da ist. Und es gibt Menschen, die können einfach singen. Wenn die dann geschult werden, wird es großartig. Ja. Jawohl, ich mache mal weiter. Imke Prühl, Sandra Prätl und Katrin sind mit den alten Meistern um die Ecke gekommen und wollten wissen, wie haben die alten Meister mit ihren Pferden kommuniziert? Durften die Pferde mitsprechen? Hatten sie eine intensive Bindung zu ihren Tieren? Oder war es doch eher Schmerzimpuls setzen, wenn du nicht brav bist und fein piafierst? Wie haben sich die Reitmeister in diesem Punkt unterschieden? So. Also erstmal, Horsemanship ist sogar ein ziemlich altes Wort, denn es gab Reitmeister in England, man will es kaum glauben, auch 1650, der Cavendish, Herzog von Newcastle, ja, schreibt in seinem Buch genau dieses Wort, weil es ist das Wissen ums Pferd, das ist ein festes englisches Wort, dass man das heute immer gleich mit so einem orangen Stock verbindet. Na. Kann ja auch ein lila Stock sein. Ist, oder lila, ist... Lila ist auch schön. hat sich eben in unseren Köpfen so festgesetzt, hat aber keinen Bezug zur Realität. Horsemanship gab es schon bei den alten Meistern. Und wenn ihr euch den Xenophon anguckt, der sagt, du musst immer nett zu deinem Pferd sein, sei immer lieb, sei immer dankbar. Es gibt nur eine Situation, in der du es schlagen sollst. Und das ist, wenn du ein Pferd erwerben möchtest und kaufen möchtest, ein Kriegspferd, und du feststellen möchtest, ob es auch unter Schmerzen sich noch von dir reiten lässt. Dann sollst du es aber auch nicht durchwemsen, sondern nur mal auch von Schlägen gereizt sich noch von dir lenken lässt. Das ist der einzige Moment, von dem er wirklich schreibt, dass man da mal deutlicher wird. Ansonsten ist der ein Vollhorsemann. Ja, das ist das Gleiche, hat man ja auch oder macht man auch mit Diensthunden oder Hunden, die etwas erledigen müssen in ihrem Leben. Da gibt es den sogenannten Wesenstest und das macht man mit Hunden und das hat man mit Pferden eben auch gemacht. Das Militär konnte sich gewiss nicht leisten, jedes Pferd zu kaufen und nach 3, 4, 5 Monaten oder meistens nämlich erst nach einem Jahr, weil sie meistens die Pferde ein Jahr lang laufen lassen, um sie aufzufüttern, um den Futterzustand der Pferde alle gleich zu machen, dass alle in der Lage sind, das Gleiche zu leisten. Nach einem Jahr festzustellen, das Pferd hat nicht das Zeug dazu. Das ist verdammt teuer, wenn man 100.000, 200.000 Pferde hat, sprich ein Staat, ja, oder eine Polizeistation, die vielleicht 50 Pferde hat oder 30 Pferde hat und da sind 5 oder 10 nicht brauchbar von. Das kann sich niemand leisten, der mit Pferden leben oder von Pferden leben muss. Ja. Kann man nicht. Haben wir eigentlich noch irgendwas über die Fahrerei? Nein, ne? Nein. Dann möchte ich da jetzt einmal reinspringen, wenn wir von Horsemanship sprechen. Und dann glauben wir immer, das geht nur am Boden und bestenfalls auch noch unterm Sattel. Ihr Lieben, es wird auch gefahren und zwar gar nicht wenig in unserem Land. Ja? Einspännig, zweispännig, vierspännig, sechsspännig, achtspännig, Tandem, Einhorn und so weiter, wie diese ganzen Arten des Einspannens heißen. Und glaubt es mir, dass diese Leute, die das tun und einigermaßen gut können, dass die richtig viel Horsemanship haben. Denn wenn du 2 Pferde vor dir hast, mit einem kann es schon blöd werden. Wenn es durchgeht und die Karre hängt da hinten dran,
Wie ein nasser Sack. So ist es nämlich, wenn die durchgehen, ob du bremst oder nicht, das spielt keine Rolle. Die nehmen die einfach mit. Bestenfalls zerpflücken sie das Geschirr in 1000 Teile und rennen auf die Straße und passiert irgendwas. So, und wenn ein Fahrer... Aber zu zweit, wenn die sich einig sind, wollte Wolfgang sagen. Wenn du jetzt ein mittelaltes Pferd hast, ich sag mal 8, 9 Jahre und spannst da einen 3-Jährigen oder 2-Jährigen, werden ja auch manchmal schon eingefahren daneben und der macht richtig Mist. Wenn das noch nicht ganz so gut ausgebildete Pferd daneben sich anstecken lässt, Leute, da kommen diese Kutschunfälle zustande. Und die meisten Fahrer, das muss man einfach sehen, es steht immer in der Zeitung Kutschunfall, aber wenn wir überlegen, wie viele Pferde gefahren werden in Deutschland, und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, dann ist das verschwindend gering. Denn die meisten dieser Leute, die sich diesem Hobby widmen, oder ja doch, die haben eine ganze Menge Horsemanship und die können an den Ohren der Pferde lesen oder an dem, wie sie anfangen zu tippeln im Wagen, da baut sich gerade was auf. Und dann haben die ihre Mittel und Wege, wie sie die Pferde wieder runterfahren. Und das ist viel, viel weniger Möglichkeit, als wenn man an der Seite eines Pferdes steht oder drauf sitzt. Weil du hast nämlich nur diese beiden Leinen in der Hand. Ja, und Stimme. Die Stimme und so eine Fahrpeitsche, so ein die nicht Pferdchen. Zum Schlagen benutzt wird, nur wie man so immer glaubt, sondern zum Antippen, links oder rechts, ja. Und das ist Horsemanship, was diese Menschen dort machen. Also das hat sich sogar mir nicht erschlossen. Wir sind ja mehrere Male schon mit wirklich guten Fahrern mitgefahren. Und unser Freund Michael Weng, der hat auch manchmal, also als wir die schwarzen Lipizzaner gekriegt haben hier, der hat die für uns gefahren. Und der hat sich da so eingefühlt. Das hast du gesehen. Der ist zart. Der ist ganz, ganz zart mit den Händen gewesen. Und ganz ruhig. Ganz total ruhig. Und hat nochmal so, wie heißt der Rechte? Konnte. Also der hat den angesprochen. Ich habe nicht gesehen, warum. Aber ich habe gesehen, dass das Pferd darauf reagiert und ruhiger wird. Also grandios. Einfach spitze. Das muss ich sagen. Also Fahrer haben was drauf. So, ja, und kann man auch viel, viel abschauen. Auch bei Leuten, die Holzrücken mit dem Pferd im Wald. Die Pferde gehen zum Teil nur auf Huf. Ja. Ja, oder mit nur einer Leine. Nur auf einer Seite ist ein Zügel. Und die Pferde hören ganz genau, hot und wie ist es, rechts und links, langsam, rückwärts, noch ein bisschen oder was weiß ich, stehe oder schneller. Das machen die alles auf Huf. Ja. Und wenn du mal einen Baum angehängt hast und hast ein hitziges Pferd vorne vor dem Baum und der Baum wird angehängt mit einer Kette, wie schnell du die Finger da reinkriegst und das Pferd ruckt an, dann sind die Finger nämlich ab. Ja. Ja? Und das bedarf ganz viel Horsemanship, dass der Mensch weiß, jetzt steht das Pferd still, jetzt kannst du die Kette an den Baum anlegen, ohne dass deine Finger dran sind. Du kannst dich aufs Pferd verlassen. Ja, kannst dich drauf verlassen. Der ist ruhig, ja. Ja, Wahnsinn. Und das ist Horsemanship. Also das ist Horsemanship ist Pferde in Bewegung zu so faszinierenden Dingen zu bringen. Horsemanship ist für uns nicht, Pferden Dinge zu verbieten. Also weil verbieten und stillstehen und gehorsam sein hat was mit Strafe zu tun. Strafe hemmt Verhalten und so ein gehemmtes Pferd, das sich nicht mehr bewegt, ist ein Pferd, das mit viel Strafe erzogen wurde. Und Strafe ist nicht nur Wemsen, also nicht nur Hauen. Strafe ist auch Rüge, ist auch Korrektur. Ständiges Aufpassen, zack, 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 einrahmen, nein, 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 nein sagen. Das ist auch schon Strafe. Ich habe gerade von einem Pferd gehört, unweit von hier, das wurde für einen Monat in Isolationshaft geschickt, um es ihm Demut zu lehren. Es wurde einen Monat lang isoliert. Es durfte nicht mit anderen Pferden zusammen sein. Es wurde in einer Box eingesperrt, um ihm Demut zu lehren. Horch, horch. Merket auf. Ja, so. Komme ich nicht klar mit. Habe ich keine Ahnung, was der Hintergrund Ende ist. War, Pferd kriegte schweres Magengeschwür. Ja. Musste dann zurück zu Mama. Aber egal. Gut, liebe Doris, damit haben wir dir beantwortet, wie lange es den Begriff Horsemanship schon gibt. Hunderte von Jahren. Ja, also auch auf Kikulis Keilschrifttafel. Na gut, nicht der Begriff Horsemanship, aber wahrscheinlich das hethitische Äquivalent desselbe. Anna M. Stark, habt ihr bestimmte Bücher und alte Meister, die ihr dazu empfehlen könnt? Steht in jedem Reitbuch. Ja. In einer gewissen Art und Weise, wie man mit dem Pferd umgehen muss. Jeder hat sein eigenes Verständnis für Horsemanship gehabt, aber es gibt keine Reitlehre, wo nicht so etwas drin steht.
Mein Galliberti ist ins Regal zurückgewandert. Ich habe ihn hier nicht mehr. Ja. Sonst hätte ich ihn mal in die Kamera gehalten. Der Plüvinell ist auch sehr pädagogisch, finde ich. Ist auch ja. Schön, ja. Da sind sehr, sehr nette Sachen. So als Gegenpol dann den Newcastle. Er ist recht platt. Das wird in der Furcht belassen. Okay, jetzt habe ich hier zwei Leute, die haben tatsächlich keine Frage gestellt, aber die haben so schön zwei Meinungen vertreten, dass ich sie einfach mal kommentarlos vorlese. Das ist einmal die Mona Goldberg, die schreibt, Horsemanship ist für Pferdebesitzer, die Angst vor ihren Pferden haben. Wie sind all die Generationen vor uns mit ihren Pferden klargekommen und haben Kriege überlebt, so ganz ohne Horsemanship und all dem künstlich kreierten Neukram. Und dagegen Anne Moneta. Ich würde behaupten, dass kein einziger Berittener irgendeinen Krieg je ohne ausgeprägtes Horsemanship überlebt hat. Hat man nur nicht drüber geredet, weil klar war, dass ein Angehöriger der Kavallerie irgendwie mit Pferden kann. Und da haben wir es wieder. Ich glaube, die Mona Goldberg denkt wieder an die Cowboy-Methoden, ans Strickschütteln und künstlich kreierten Neukram. Und die Anne Moneta, die sieht es mehr wie wir. Wir sagen, das ist halt der gute Umgang mit dem Pferd. Lieber Chris. Ich hätte noch eine kleine Ergänzung für all die, die sich damit befassen und mal so zurückgucken wollen. Schaut euch doch mal Bilder aus dem Straßenverkehr von 1930, 32 und davor. Weil wenn wir über Weltkriege reden, 1936, Olympische Spiele und so weiter. Wenn wir in die Straßenbilder gucken, da gibt es auch ganz lustige Aufnahmen aus Berlin oder aus Wien, ne, wo dann 90-95% der Bewegung im Straßenverkehr Kutschen und Reiter sind. Das Pferd gehörte zum Straßenbild einfach dazu. Jeder Bauer hatte in erster Linie nicht einen Traktor, sondern Pferde als Ackermaschine. Das Pferd gehörte auch zum Familienleben für viele dazu. Wenn nicht so, dann irgendwie beim Nachbarn oder was auch immer. Das Pferd war Teil des Lebens und jetzt ist es Freizeitbeschäftigung. Und die Leute kannten sich vielleicht nicht als Bereiter mit den Pferden aus, aber sie konnten Pferde zumindest einschätzen. Sie wussten also, okay, wie sich Pferde bewegen, wie Pferde ticken so ein bisschen auch, weil es einfach zum Straßenbild dazu gehörte. Ein durchgehendes Pferd hätte also jeder ein bisschen vorausahnen können und wusste um Gefahren von vielleicht nervösen Pferden. Das ist ja heute nicht mehr. Wenn du ein Pferd ausreiten bist, dann fährt ein Fahrradfahrer volle Kanone an dir vorbei, ohne Abstand zu halten. Oder ein Autofahrer, die machen dann nicht irgendwie langsamer oder sonst irgendwas. Von daher, also ich glaube, das ist etwas, was wir ein bisschen da auch umdenken müssen. Wir können diese Zeit nicht mit unserer Zeit vergleichen. Ja, ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist die Kim Maren, die fragt, unterm Sattel ist mein übrigens fast blindes Pferd ehrgeizig, läuft stark in Anlehnung an meinem inneren Bild und es fühlt sich nach Reitkunst an. Am Boden arbeitet er aber nicht gerne mit mir. Er passt auf mich auf, will es mir recht machen, zeigt aber deutlich, dass er diese Form der Arbeit nicht favorisiert. Bin ich jetzt ein schlechter Horseman oder gibt es einfach Pferde, die kein Interesse an Horsemanship am Boden haben? Ja, was machst du denn mit dem fast blinden Pferd? Also ja, okay. Also erstmal, was machst du? Machst du Handarbeit? Machst du Bodenarbeit, langen Zügel, Doppellonge, Longe? Oder machst du Freiarbeit? Also, oder reitest du? Nee, Reiten klappt ja prima, so schreibt sie ja. Ja, ja, Reiten ist ganz toll. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass dein Pferd nicht ganz genau weiß, wo du in jeder Sekunde bist. Dass er da keine große Freude hat, dass er Angst hat, dich in Gefahr zu bringen. Und ansonsten, wenn du da aber viel Freude hast, geh, also unser Handarbeit, ne? Also unser Intensivkurs, wollte ich gerade sagen, Entschuldigung, Intensivkurs Handarbeit, den wir haben, da machen wir das nochmal ganz von Anfang an, erklären dir genau, wie die richtige Handarbeitsposition ist. Da kannst du deinem Pferd wirklich, das kannst du nochmal motivieren, mit dir auch Bodenarbeit zu machen. Aber das ist keine Garantie, dass dir das mit dem halbblinden Pferd gelingt, weil wir haben auch ein Pferd, das nicht mehr gut gucken kann.
ein Auge ist blind und Ach, da ist die Kim. Handarbeit, langer Zügel, freie Arbeit. Ja. Und auch unser Pferd, das nicht mehr gut gucken kann, macht nicht gerne Freiarbeit mehr. Vor allen Dingen, wenn der ist auch sehr lichtabhängig, wenn das ein bisschen finsterer wird, so am späten Nachmittag in der Halle oder so, wird er total unsicher vom Boden aus. Ja. Der bleibt dann stehen und sagt, ich bewege mich nicht mehr, bevor ich einen Fehler mache. Wenn du dich draufsetzt, brilliert dieses Pferd immer, weil dann kann es die reiterlichen Hilfen lesen, weil es die fühlt. Ja, und da kommt das Pferd super mit klar. Man muss nicht alles mit jedem Pferd machen. Ich sage es immer wieder, muss man sich nicht auf jedes Pferd draufsetzen. Aber man muss auch nicht mit jedem Pferd Handarbeit machen. Ja. Es gibt Pferde, die mögen, auch wenn sie gesund sind und gucken können, die mögen keine Handarbeit, weil wir ständig in ihrer Aura rumstehen. Die dulden das, wenn wir uns draufsetzen. Aber sie mögen es nicht, wenn wir uns dicht neben dem Pferd bewegen. Das gibt es. Akzeptiert das einfach bitte. Okay, und unsere letzte Frage für heute. Gabriele Schick möchte wissen, oder sagt uns, ich möchte gerne eher zu den Pferdeverstehern gehören und sehe daher jede Form von Lustlosigkeit, auf die ich dann Rücksicht nehme. Nun sind meine Ponys aber sehr schlau und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie das auch ein bisschen ausnutzen. Ich arbeite maximal 10 bis 15 Minuten pro Pferd. Woran erkennt ihr, dass ein Pferd überfordert ist? Muss es überhaupt Lust haben? Sind wir da nicht nur noch Spaßgesellschaft? Finde ich klasse. Also so. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist ja anti-autoritäre Pferdeerziehung. Unsere Pferdewelt ist ja recht vielseitig. Und in der Tat, wenn ich sage vielseitig, kannst du ja auch sagen, ich mache die Vielseitigkeit. Das heißt, ein Pferd extrem zu konditionieren, körperlich zu konditionieren, um eben einen Leistung Geländeparcours zu durchlaufen mit extrem schwierigen Hindernissen, auf Zeit gelaufen, mit wirklich großen Sprüngen, was dem Pferd alles abverlangt. Das gibt es genauso wie das, was wir machen. Also du musst jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn dir das Spaß macht, was wir machen, kannst du das machen. Aber natürlich ist das Wattebäuschen werfen, was wir machen. Keine Frage. Ich will es nicht mehr anders haben. Ich habe das andere gehabt in meinem Leben. Ich brauche das nicht mehr. Ich erfreue mich an den Pferden, wenn die neben mir da irgendwelchen Unfug machen, den ich mir wünsche, aber der vielleicht nicht ganz so ist, wie sich das andere Leute vorstellen. Aber ich finde es einfach toll und sage, solange das Pferd daran Spaß dran hat und die Leute auch sehen, dass das Pferd dran Spaß hat, wir leben davon im Bückeburg, den kann man das so machen. Man muss das aber nicht so machen. Ihr seid gerne Spaßgesellschaft. Ne? Ja. Und das kann man, glaube ich, auch sehen. Ja. Das Leben ist ja ernst genug. Ich muss ja nicht mein Pferd noch in dieses ernste Leben, was wir im Moment gerade führen müssen, mit reinnehmen. Wir können dann dem Pferd auch sagen, dein Dasein ist dafür, in meiner Nähe, dass du mir gute Laune machst. Ja. Mehr nicht. Und ich möchte sehen, dass dir das, was wir gemeinsam machen, Spaß macht. Ja. Und das ist es, wenn das deinem Pferd gerade keinen Spaß macht. Also, du sagst, die Ponys sind schlau und machen auch so ein bisschen die Diva. So, ich glaube, heute bin ich ein bisschen, was ist jede Form von Lustlosigkeit? Heute bin ich ein bisschen lustlos. Wenn ich das bei meinem Pferd bemerke, entziehe ich ihm sofort die Aufgabenstellung und meine Aufmerksamkeit. Ja. Also wenn der, das will ich heute nicht, sagt, du, gar kein Problem, komm, auf die Wiese, Wiedersehen. Aber es ist ein ganz anderes auf die Wiese Wiedersehen als eins, wow, du warst so toll, Party auf die Wiese. Also das merken die ganz genau, ob du ihnen die Aufmerksamkeit entziehst und sagst, du, wenn du nicht arbeiten willst, du musst nicht. Ist ja keine Arbeit, ist ja Spielen. Ja, ist ja in Wirklichkeit. Ist Spielen. Also was wir machen, ist tatsächlich. Es ist, ich bezahle mit meinen Mädels im Stall dafür, dass sie mit Pferden spielen. Ich sage dann auch manchmal, geh mit ihm in den Zirkel, geh spielen. Ja, es ist Spielen, es ist Pferde bespaßen, aber ich will, dass das Pferd mich erfreut. Werbung. Ja, mach mal Werbung. Okay. Ich mach mal Werbung, weil wer das noch nicht gesehen hat, was das bedeutet, der kann gerne in der übernächsten Woche nach Bückeburg kommen. Da haben wir mal wieder ein ganz tolles Seminar. Da geht es um den Trab. Und da gibt es auch noch Karten. Ja. Wir mussten das da kann man sich das Ganze live anschauen und kann ganz viel für sein inneres Bild mitnehmen.
etwas, wer es noch nicht erlebt hat, muss es einfach mal erleben. Es ist tatsächlich, ja, es zeigt dann in Bildern, was wir hier so jede Woche so erzählen. Es ist ein Game Changer im Leben eines Reiters, ja. Wer das auf sich wirken lässt. Wer jetzt auf die Seite geguckt hat vor ein paar Wochen, wird sehen, das war eigentlich Warmblut. Wir mussten aber aus innerbetrieblichen Gründen das Thema tauschen. Wir haben jetzt den Trab vorgezogen und werden das Warmblut-Thema noch etwas später im Jahr mit reinnehmen, weil wir sehr viel mit Fremdreitern dort arbeiten müssen, weil wir einfach nicht genügend Warmblüter in der Hofreitschule haben. So, das hat jetzt nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die drei, die seht ihr auch. Ja, die seht ihr auch am nächsten Wochenende. Also nicht das, was jetzt kommt, sondern das danach in 10 Tagen am Samstag. Würde mich riesig freuen, wenn wir die Bude voll kriegen. Das macht sich nämlich auch bei unseren Videoaufnahmen immer toll, wenn viele Leute da sind, viele Fragen stellen. Davon lebt so ein Seminar. Ja. Das geht von 10 bis 17 Uhr. Wir haben eine Mittagspause dabei. Sollte es ganz kalt sein, können wir heizen. Sollte es ganz heiß sein, wir haben 1,50 dicke Mauern. Das ist eine ganz schöne Atmosphäre und wir sind eine Community, die sehr respektvoll und liebevoll miteinander umgeht. Also ich und glaube, ein paar eurer Pferde lieben Applaus. Ja, wir brauchen auch. Und die zählen, die können zählen, sagen, oh, nur eine Reisegruppe, 30 Leute, ach komm. Das ist heute nicht so hoch. Ne? Und wenn die Bude voll ist, da bist du Gast. Ja. So, aber Community ist noch ein Stichwort. Ich mache ja Werbung. Ich glaube, wir machen jetzt am Schluss immer so einen Werbeblock, weil wir haben auch mit dem Vorverkauf bzw. Frühbucherrabatt begonnen für unseren Basis im Sattel 2. Intensivkurs. Intensivkurs. Also wir nehmen euch 6 Wochen lang an die Hand, virtuell. Versuchen all diese tollen Werkzeuge, von denen ihr gerade gesprochen habt, dieses ganze Thema Horsemanship, an die Leute zu bringen, weiterzugeben und von eurer Erfahrung zu profitieren. Ganz großer Tipp, weil da könnt ihr euch auch nochmal umhören. Da geht es um Community und das ist, glaube ich, eine Bereicherung für ganz viele Leute schon gewesen. Ja, und wenn ihr, also ihr könnt nicht direkt in die 2 einsteigen, aber ihr könnt ja schon mal in die 1 einsteigen und dann in die 2 aufrücken, in unsere Intensivkurse Basis im Sattel eben, ne? Ja. Oh, da der Handarbeitskurs, falls einem das als quasi fehlendes Puzzleteil. Also für mich ist das tatsächlich die beste Wissensvermittlung, also die effektivste Methode, Reitern, wie guckt denn mein Chef? Boah, was ist denn das für ein Gesicht? Das ist zu langer Werbeblock. Ein Waffenschein. Ich bin gerade bei euch ganz in deinem also Sinne. Also für mich der effektivste. Ach, du wolltest dich selber anmelden. Nein, ich werde noch gleich was dazu sagen. Ja, machen wir weiter. Die effektivste. Ja, wirklich etwas zu ändern, weil die Leute wirklich mit sich selber, dadurch, dass sie sich selber filmen und das mit der Community teilen, auch ihre eigenen Fehler sehen. Das ist noch effektiver als Reitunterricht vor Ort, wo man sich ja, gut, bei uns gibt es Spiegel, da kann man sich selber sehen, aber normalerweise sieht man die eigenen Fehler nicht so. Die nimmt man nicht so wahr, wie wenn man gefilmt wird. Also und man trifft auf mehrere hundert Gleichgesinnte. Also wem das genau im eigenen Stall so richtig auf den geht, der findet da genügend Leute, die in dieselbe Kerbe schlagen. Genau. Warum ich der Chef so blöd geguckt habe, ist, weil ich war da drin, weil du sagst, ja, man kann aber nicht einfach so in Kurs 2 einsteigen. Ja. Das ist ganz einfach erklärt. Wenn man unsere Reitweise hinter oder erleben möchte und sein Pferd nach dieser Art und Weise aufbauen möchte, dann braucht man ein Fundament. Wie jeder, der ein Haus baut, braucht ein Fundament. Man kann nicht einfach einen Haufen Sand nehmen und da Steine drauflegen und sagen, da baue ich ein Haus drauf. Das funktioniert nicht. Das bricht dann zusammen. Spätestens, wenn das Dach drauf kommt, wird es zu schwer und es bricht zusammen. Und dieses Fundament ist eben, was wir eben gesagt haben, zum Beispiel dieses Stop and Go und sich aufsteigen lassen und solche Sachen. Und das, darum sage ich, es ist erstmal befremdlich, warum kann ich nicht gleich im Trab einsteigen? Ich kann ja schon alles. Ich will ja nur noch piaffieren lernen, wenn wir wieder dabei sind, wo wir ganz zu Anfang waren. Ja, kann man auch machen, aber unsere Herangehensweise ist eben so, dass wir sagen, komm, wir machen erstmal die Basis schön und dann wirst du merken, dass dein Pferd auch dir nochmal ganz anders zuhört, als es vorher vielleicht gewesen ist. Davon ab, manche kriegen es auch ohne uns ganz prima alleine hin.
So, warum guckt dich eben zu nachdenklich und blöd? Die Gabriele fragt gerade, ob auch der Handarbeitskurs als Voraussetzung reicht. Der genügt tatsächlich nicht. Ja, da muss man, aber ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja jetzt nicht, wir machen ja nicht, ist ja kein Zeitdruck hinter mir. Da kann man ja jederzeit einsteigen. Man kann jederzeit mit der Basis im Sattel 1 beginnen und kann von all diesen Dingen profitieren. Man verpasst auch nichts, weil alle Kurse sind so darauf ausgelegt, tatsächlich, dass diese Community bleibt und man quasi forever, zumindest solange es uns gibt, von diesen Kursen profitieren kann. Man kann da immer drin bleiben und die sind auch nicht auf 6 Wochen begrenzt. Das Einzige, was quasi 6 Wochen lang beginnt, sind die Sprechstunden und die Vorgabe für die neuen Themen. Aber das hat man dann später aufgezeichnet und kann sich seine Zeit und muss sich sowieso seine Zeit selber einteilen, weil wir haben auch gelernt, nicht jeder schafft das Tempo dieser 6 Wochen und das muss einfach vielleicht mit den Themen der Woche 2 oder Woche 1 länger sich beschäftigen. Kann dann schon in die anderen Sachen reinhören, aber braucht einfach länger. Überholt dann vielleicht in Woche 3 wiederum andere. Ja, wer eben diesen Weg nicht gehen möchte, der kann sich bei uns ja auch als Weekstudent anmelden oder bei irgendwelchen Seminaren uns erleben, zuschauen oder vielleicht sogar mitreiten, wenn er noch ein Plätzchen bekommt oder ein Seminar selber oder einen Kurs selber organisieren. Es gibt andere Möglichkeiten, ihr könnt nicht nur über diese Intensivkurse unser System verstehen lernen. Vom Höchstchen auf Stöckchen. Jetzt habe ich wirklich innerhalb kürzester Zeit 4-mal die Frage gekriegt, was man denn alles können muss, beherrschen muss, um als Theorie-Student bei uns eine Woche zu verbringen. Also ohne Pferd zu kommen und bei der Arbeit mit Week-Students und mit unseren Pferden zuzuschauen. Da müsst ihr gar nichts, außer guter Laune und ein bisschen Wissensdurst, müsst ihr gar keine Voraussetzungen haben. Ihr müsst nicht mal mein Buch gelesen haben, ihr müsst auch nicht obwohl es empfehlenswert wert ist. Aber ihr müsst auch nicht stundenlang stille sitzen, ihr könnt aufstehen, ihr könnt euch bewegen, ihr könnt alles Mögliche. Nein, ihr braucht gar nichts. Super. Überhaupt nichts. Ihr könnt einfach sagen, ich gucke mir das mal an, ob das was für mich ist. Ja. Mehr nicht. Ich habe keine Erwartung, wenn ihr zu mir kommt, dass ich mich mit euch über die Piaffe unterhalten kann, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt ganz viele Leute, die kommen zu uns und sagen, ich muss das einfach mal erleben, eure Pferde erleben. Ich möchte wissen, ob das was für mich ist. Und ihr könnt Fragen stellen, so viel ihr wollt, an diejenigen, die jetzt gerade dort mit ihren Pferden in der Halle arbeiten. Die meisten gehen danach mit in den Stall und fragen die Mitarbeiter, hinterfragen ganz, ganz vieles. Das kann jeder so gestalten, wie er möchte. Manche haben auch nur 2,5 Stunden Muße, sich dazu zu setzen und sind dann für den Rest des Tages unterwegs, irgendwo anders. Kann jeder machen, wie er möchte. Idee. Fein. Toll, ihr Lieben. Das war schön, mit euch zu quatschen und ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Halbe Stunde, wie immer, ne? Halbe Stunde, wie immer. Ja, aber manchmal kriegen wir 4 Seiten in dieser sogenannten halben Stunde. Das ist übrigens ein Running Gag, wer uns jetzt erst kennenlernt. Das war tatsächlich mal angedacht, dass wir das eine halbe Stunde machen. Das haben wir nie geschafft. Noch nicht einmal. Nie. Nicht zu Anfang. 80 Folgen. Ja. Also es ist immer eine Stunde, aber manchmal ist das Thema auch 2 oder 3 Abende schon gewesen. Obwohl wir gesagt haben, kriegen wir in einer Stunde durch. Also Running Gag. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haben wir noch irgendwas anzukündigen? Ja. Wir haben euch alle lieb. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Nächtle.